Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind hier beim letzten Mal vor dem Tor von Covenant stehen geblieben, einer gut befestigten Siedlung westlich von Mulden und dem Taffington Bootshaus. Und bevor wir uns jetzt Covenant anschauen, würde ich sagen, wir hatten ja beim letzten Mal ein Level Up, als wir drüben im Bootshaus ein bisschen ausgebaut haben. Also sollten wir uns als erstes darum kümmern. Also gehen wir erst einmal in den Pip-Boy und schauen uns das Level Up auf Stufe 22 an, beziehungsweise den Punkt, den wir verteilen können dadurch. So, und da wir jetzt vor uns, wie gesagt, die Siedlung von Covenant haben und wir jetzt einige Konversationen führen werden und das uns insgesamt auch eine Menge bringen wird, würde ich sagen, investieren wir noch einmal in Charisma. Wir haben momentan 6 Punkte, also steigern wir Charisma auf 7 und nehmen das an. Sehr schön. Haben wir 7 Punkte in Charisma und dann können wir bei der Gelegenheit gleich eins machen, bevor wir uns jetzt mit Covenant beschäftigen. Wir gehen mal ins Inventar und legen gleich mal eins unserer Kleider an. Da haben wir jetzt 2 dabei, ja, würde ich sagen. Wir können ja mal uns bei der Gelegenheit das saubere Rosenmusterkleid mal anschauen. Gucken wir mal, wie das aussieht. Sieht eigentlich ganz nett aus, sehe allerdings das Rosenmuster nicht wirklich. Also von daher würde ich sagen, Rot passt auch gar nicht zu ihr. Wechseln wir nochmal das Kleid, so viel Zeit muss sein. Legen wir das saubere blaue Kleid an. Und dann würde ich auch sagen, ich glaube, wir brauchen eins jetzt nicht. Wir brauchen den Metallhelm nicht. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir das mal weglassen. Das sieht doch viel netter aus. Gut, dann werden wir mal zum Tor gehen, beziehungsweise zu dem, der hier sitzt. Wen haben wir denn da? Swanson. Dann reden wir mal mit Swanson. Der guckt uns schon so an, als wartet er darauf, angesprochen zu werden. Entschuldigung. Du besuchst Covenant? Wenn nicht, geh weiter. Du weißt ja, Bewaffnete, die rumlungern. Nicht gut für die Nerven. Okay. Könnte ich mir mal ansehen, also könnte ich mir die Siedlung mal ansehen. Fragen wir mal danach. Vielleicht schaue ich mich um. So einfach ist das nicht. Wir lassen nicht jeden rein. Es gibt einen Eingangstest. Wir nennen ihn den Safe-Test. Jeder muss ihn ablegen. Okay. Was ist denn der Safe-Test? Interessant. Jetzt mal ganz ehrlich. Wofür ist dieser Test? Ich sollte wohl nichts sagen. Aber hör zu. Wir wollen sicherstellen, dass nur gute Leute nach Covenant kommen. Keine Unerwünschten. Niemand, der nicht ganz so ist, wie er scheint, okay? Hat sich wohl gelohnt, dass wir in Charisma investiert haben und das Kleid angelegt haben, das uns ja auch bloß Charisma gibt, hat das gleich mal funktioniert. Fragen wir mal nach diesen Unerwünschten, von denen ihr hier spricht. Ich bin neu in der Gegend. Was meinst du mit Unerwünschte? Weißt du nicht? Oh Mann. Hör mal, nicht jeder im Commonwealth ist ein Mensch, okay? Manche sind Synths. Mehr sage ich dazu nicht. Leg einfach den Test ab. Wenn du ihn bestehst, kannst du reinkommen. Hier ist es sicher. In Ordnung? Okay. Jetzt können wir noch fragen, ob dieser Test wirklich nötig ist. Den Test verweigern, den Test machen oder sagen, stimmt wohl. Ich glaube, wir sollten einfach sagen, stimmt wohl. Wir hatten ja schon mit den Synths ein paar Erfahrungen sammeln dürfen. Wenn es sein muss. Nimm Platz, dann können wir anfangen. Okay, ja, eine bisschen ausführlichere Antwort oder Aussage von ihr hier erwartet. Nun gut, so, also, dann werden wir mal diesen Test machen. Und er möchte, dass wir uns hier hinsetzen. Dann machen wir das mal. Los geht's. Es gibt keine falschen Antworten. Ein wild gewordener Wissenschaftler brüllt dich an. Ich werde meinen Quantenharmonisierer in deine photonische Resonanzkammer stecken. Wie lautet deine Antwort? Wissenschaft, verschwinden, K.O. schlagen, ihn beleidigen. Ich würde sagen, wir antworten hier mit Wissenschaft. Tja, wenn er das machen würde, gäbe es eine parabolische Destabilisierung der Spaltungssingularität. Ja. Nächste Frage. Du machst ein Praktikum in der Klinik und ein Patient mit einer seltsamen Infektion am Fuß humpelt durch die Tür. Die Infektion breitet sich rasend schnell aus, aber der Arzt ist kurz weg. Was machst du? Schreien, amputieren, ihn festhalten und beobachten, behandeln. Schreien ist definitiv keine Option. Ich würde sagen, natürlich muss das behandelt werden, wenn kein Arzt da ist. Ich behandle die infizierte Fläche so gut wie möglich. Du hast medizinische Vorkenntnisse. Du entdeckst einen kleinen Jungen in einer Höhle. Er hat Hunger und fürchtet sich, besitzt aber anscheinend auch Diebesgut. Was machst du? Begleiten und übergeben, ihn beklauen, konfiszieren und zurücklassen, umarmen und trösten. Ich würde sagen, die ersten oberen 3 Optionen passen nicht so wirklich. Für sie passt, glaube ich, umarmen und trösten am besten. Also nehmen wir das. Ich umarme den Jungen und sage ihm, dass alles wieder gut wird. Sehr seltsam. Glückwunsch. Du hast es in ein Baseballteam geschafft. Welche Position möchtest du? Fußball, Catcher, Pitcher, ernannter Schlagmann.
Oh, glaube, zu ihr würde schon ernannter Schlagmann passen, also so der Führer, ja, so ein bisschen der Teamleader. Designated Hitter. Bist du dir da sicher? Naja, nächste Frage. Deine Großmutter lädt dich zum Tee ein. Doch du bist überrascht, als sie dir eine Pistole gibt und befiehlt, jemanden zu töten. Was machst du? Ihr würdet mich erst mal fragen, was mit Oma los ist. Okay, über sie aufregen, mit einer Minigun hantieren oder benutzen, ihn töten, um sein Leben verhandeln. Ich würde sagen, um sein Leben verhandeln ist die einzige vernünftige Option hier. Ich gebe ihr, was sie will, um sein Leben zu retten. Typisch Klasse B. Der alte Mr. Abernathy hat sich wieder in seiner Wohnung eingesperrt und du hast den Befehl, ihn rauszuholen. Wie gehst du vor? Eine Bombe beschaffen, eine Laserpistole benutzen, ihn in Ruhe lassen oder das Schloss knacken. Natürlich das Schloss knacken. Ich nehme eine Haarklammer und knack das Schloss. Und das ist alles? Sonst nichts? Warte, nicht antworten. Weiter. Oh nein. Du hast Strahlung abbekommen und eine mutierte Hand ist dir aus dem Bauch gewachsen. Wie sieht die optimale Behandlung aus? Na, ein Redovan nehmen. Also eine Operation haben wir jetzt hier. Medizin, Selbstmord oder Beten. Also Selbstmord und Beten sind definitiv keine Optionen. Von daher Medizin. Ich nehme ein Antimutagenmittel. Außer Acht lassen möglicher... Ja, ein Nachbar besitzt das allererste Heft von Grognack der Barbar. Das willst du haben. Wie kannst du es am besten bekommen? Eigentlich haben wir das Heft, das hatten wir ja in unserem eigenen Heim drüben in Sanctuary Hills drin liegen. Gut, ihm etwas ins Getränk mischen, stehlen, ihn ausrauben oder tauschen. Tauschen natürlich. Ich tausche es gegen eines meiner Comichefte ein. Wir sind fast fertig. Letzte Frage. Du findest es lustig, deinem Vater einen Streich zu spielen. Du gehst in sein Badezimmer, wenn niemand da ist und... Den Rasierer, irgendwas mit dem Rasierer machen, die Toilette sabotieren, Medikamente tauschen, Zimmer fluten. Also Medikamente tauschen ist definitiv keine gute Option. Zimmer fluten ist sehr destruktiv. Toilette sabotieren genauso. Irgendwas mit dem Rasierer machen, würde ich sagen. Ich ändere die Spannung des Rasierers. Dann kriegt er einen gewischt. Der Test ist beendet. So wie du hat noch nie jemand geantwortet. Aber du hast bestanden. Ich öffne das Tor. Sehr schön. Okay, haben wir den Test bestanden. Offensichtlich ein Psychologietest hier, den wir machen durften. Gut. Ja, was die Fragen allerdings bedeuten sollen, das bleibt ein Rätsel. Ja, was auch immer sie damit rauskriegen wollten. Willkommen in Covenant. Ja, willkommen in Covenant, Swanson. Könnt ihr nochmal mit ihm reden? Mal sehen, ob er uns noch etwas sagen möchte. Hey, Swanson. Geh rein. Pennys Laden ist normalerweise der erste Halt. Okay, das ist schon mal ein netter Hinweis. Also wir sollen in Pennys Laden. Und irgendjemand hat die Tür direkt unter uns zugemacht. Sehr nett. So, jetzt haben wir natürlich Pech. Wir sind hier bei Nacht. Okay, und hier scheint keiner zu sein. Gut, wir schauen mal ganz kurz auf den Pip-Boy. Wir sehen den Pip-Boy, wie spät wir das haben. Okay, wir haben es 1.54 Uhr früh. Na, großartig. Hier ist aber jemand wach offensichtlich. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal dahin. Vor kurzem kam eine Karawane. Die haben für den alten Stockton gearbeitet. Du hast sie gesehen, oder? Ich hab doch schon gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Hier ist viel los. Das ist nicht Diamond City. An eine Karawane mit 5 Leuten erinnert man sich. Dann waren sie bestimmt nicht hier. Sag mal, willst du nicht lieber eine Limonade? Ich bin nicht hier, um Limonade zu trinken. Ich weiß, dass sie da waren. Was soll das Ganze? Ich will ja helfen, Mister, aber ich erinnere mich nicht. Hör mir gut zu. Ich gehe der Sache auf den Grund. Bist du aus der Gegend? Hoffentlich nicht. Ich hab genug von diesen Landeiern. Okay. Magst du Covenant nicht? Okay, weil gerade das Gespräch abgebrochen worden, weil der Siedler da aufgestanden ist. Gut, können wir fortsetzen. Gut, also fragen wir, magst du Covenant nicht? Hast du ein Problem mit den Leuten hier? Dieses falsche Lächeln und das geschwollene Reden machen mich kirre. Je eher ich weg bin, desto besser. Weißt du irgendwas über Stocktons Karawane? Nein, welche Karawane? Eine Karawane? Wovon redest du überhaupt? Ich soll für den alten Stockton seine Karawane finden. Was davon noch übrig ist, befindet sich vor der Stadt. Ihr letzter Halt war hier. Also habe ich versucht, alles zusammenzusetzen. Aber ich komme nicht weiter. Ich habe ein Angebot. Hilf mir, Stocktons Leute zu finden. Dann teilen wir uns die Belohnung. Es gab mindestens einen Überlebenden. Und ich beabsichtige, meinen Vertrag zu erfüllen. Etwas merkwürdig, wie der Siedler dahinter steht. Ein bisschen grenzdebil grinsend. Okay, fragen wir erstmal nach den Überlebenden der Karawane. Nach wem suchen wir? Die wichtigste Person ist Stocktons Tochter Emilia. Ich habe keine weiblichen Leichen gefunden. Es gibt also Hoffnung. Wenn wir sie finden, gibt es einen Berg Kronkorken von Stockton.
Okay, das klingt doch gut. Gut, wenn wir ihm jetzt helfen sollen, soll er uns zuerst die Kronkorken geben. Oh, vielleicht haut er ja vorher ab. Gut, versuchen wir das mal. Wenn ich helfe, will ich einen Vorschuss. Wenn ich dein Wort habe, zwack ich 50 Kronkorken ab. Die kriegst du noch zusätzlich. Okay, sehr schön. Hat sich dort auf jeden Fall gelohnt, dass wir in Charisma investiert haben und ein Kleid tragen. Okay, dann würde ich sagen, nehmt ihr sein Angebot an. Klingt gut. Bin dabei. Hier ist alles, was ich über die Karawane weiß. Ich habe keinen Beweis, aber Covenant ist darin verwickelt. Irgendwie. Ich sehe mich weiter um. Sag Bescheid, wenn du was findest. Okay, gut. Wir haben die Quest begonnen. Irren ist menschlich. Wir sollen Covenant nach Hinweisen suchen. Wir sollen bei der zerstörten Karawane nach Hinweisen suchen und mit dem Dan noch mal reden. Gut, wenn ihr jetzt hier gerade vor uns steht, machen wir das doch direkt. Ich hasse diesen Ort. Okay, wollte gerade nicht mit sich reden lassen, ist auch ganz gut. Wir können vielleicht auch mit dem Siedler reden, der hier steht. Fragen wir ihn mal. Hey. Noch ein neues Gesicht. Okay, möchte wohl nicht mit uns reden. Gut, wo ist denn rennt da hinten weg? Dann sollten wir ihm mal daher und mit ihm mal reden. Hey, Dan. Dieser Ort macht mich verrückt. Ich hoffe, du findest was über die Karawane raus. Okay, er scheint offensichtlich sehr nervös zu sein, wenn er erstmal eine rauchen muss. So, fragen wir mal danach, gibt es irgendwelche Spuren? Hast du noch weitere Spuren? Nein. Wenn es in Covenant nicht funktioniert, weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Ich tue, was ich tun muss. Okay, gut. Beweise für Covenants Beteiligung. Fragen wir mal danach. Hast du Beweise, dass Covenant was mit der Karawane zu tun hat? Ich habe etwas. Sie leugnen, dass Doctons Leute je hier waren. Aber das waren sie höchstwahrscheinlich. Es gibt keinen Grund für Lügen, wenn sie nichts zu verbergen haben. Ich stoche noch ein bisschen rum. Okay, er scheint sich aber nicht wirklich sicher zu sein. Ist interessant, die Option ist nicht ausgegraut wegen den Beweisen für Covenants Beteiligung. Wir fragen das Gleiche nochmal. Hast du Beweise, dass Covenant was mit der Karawane zu tun hat? Nein, ich habe noch keinen Beweis. Okay, gut. Dann fragen wir mal danach, was ist ein Sünd? Die Leute hier reagieren empfindlich auf Sünds. Was ist ein Sünd? Du bist wohl neu hier. Sünds sind vom Institut hergestellte synthetische Wesen. Echt fortschrittliche Maschinen. Es könnten auch Menschen sein, weil keiner den Unterschied zwischen ihnen und uns erkennt. Jeder im Commonwealth hat Angst vor Sünds und dem Institut. Aber jetzt, wo ich es erwähne, ich bin schon lange hier. Und niemand hat auch nur ein Wort über sie verloren. Das ist seltsam. Okay, wir haben auf jeden Fall die Quest abgeschlossen. Okay, wir sollten ihn nach den Sünds ja auch befragen. Gut, jetzt haben wir noch die Möglichkeit, nach dem Institut zu fragen. Machen wir das mal. Also, was ist das Institut? Frag drei Leute, dann kriegst du drei verschiedene Antworten. Völlig verschiedene. Die meisten glauben, das Institut steckt hinter allem, was im Commonwealth schlecht ist. Deine Schwester verschwindet und du verlierst deinen Brahmin? Das Institut. Siedler werden in der Nacht getötet? Das Institut. Aber ich kenne niemanden, der irgendwas davon beweisen kann. Aber man kann nicht leugnen, dass es Sünds gibt. Das Institut unterwandert uns also. Und ich bezweifle, dass das zu unserem Vorteil sein soll. Gut, ja, also dass es Sünds gibt, kann man nun wirklich nicht leugnen. Wir hatten sie ja auch schon getroffen, quasi. Oder sind ihnen begegnet bei ArcJet Systems zusammen mit Paladin Dance, beziehungsweise der Stählernen Bruderschaft. Okay, wir können jetzt hier nichts weiter fragen, also werden wir erstmal gehen. Wir reden später. Gut. So, und offensichtlich der Test, den wir absolviert haben, der diente ja auch dazu, wenn ich den Swanson am Tor richtig verstanden habe, um ja Sünds aufzudecken, Psychologietest, es deutet darauf hin. So, jetzt haben wir hier noch dieser, ein Mr. Handy, der leicht beschädigt aussieht, irgendwie fehlt ihm die Außenhülle. Reden wir mal mit dieser. Hey, dieser. Möchtest du eine kostenlose Limonade? Okay, nichts ist umsonst. Was will er denn für die Limonade haben? Wo ist der Haken? Keine Tricks, keine Gimmicks, nur die beste Limonade in Covenant. Kostenlos für unsere besonderen Gäste. Okay, gut. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, die Limonade zu nehmen oder nach dem Covenant-Fall zu fragen, also vielmehr nach dem Fall der verschwundenen Karawane, der verschwundenen Stockton-Karawane. Würde ich sagen, nutzen wir die Gelegenheit und befragen ihn mal dazu. Ich suche eine verschwundene Karawane. Kannst du mir helfen? Weißt du, was perfekt für eine verschwundene Karawane wäre? Dieses Limonade! 3 Jahre in Folge! Bestes Getränk in Covenant! Okay, er möchte nicht wirklich auf die Frage antworten. Fragen wir mal, was in der Limonade ist. Woraus besteht die Limonade? Dieses Limonade enthält nur beste Zutaten.
vier besondere Zutaten aus sonnenreichen, nicht verstrahlten Anbaugebieten in einem kalten Glas. Probier sie mal oder nutz die Geld-Zurück-Garantie. Okay, gut, dann werden wir einfach mal eine Limonade von ihm nehmen. Ich nehme eine. Bitte. Und wir haben einmal dieses Limonade erhalten. Gut, Dogmeat guckt uns an. Er scheint ein bisschen verwirrt zu sein, dass wir uns jetzt hier so aufhalten. Gut, also, jetzt haben wir es Nacht, wir können nicht wirklich was machen. Wir können jetzt noch mit der Katze reden. Das müssen wir jetzt aber, glaube ich, nicht machen. Hier ist eine Tür offen, hier sind zwei Türen offen. Nur dann würde ich sagen, gucken wir uns hier mal um. Schon wieder kaputt. Das ist jetzt das dritte Funkgerät. Ted soll sich darum kümmern. Okay, da sitzt jemand, da ist immer noch wach. Okay, und wer haben wir da? Brian Fitzgerald. Reden wir mal mit ihm. Na, wo läuft er jetzt hin? Entschuldigung. Noch ein Neuankömmling. Willkommen! Okay, er will scheinbar nicht mit sich reden lassen. Wir tolerieren keine Gewalt oder Anstößigkeit. Wenn du beides meidest, kommen wir gut miteinander aus. Okay, also er lässt nicht wirklich mit sich reden. Und dann lassen wir ihn mal hier gehen. Das wollte er ja wohl gerade tun. Und wir sollen uns ja hier umschauen. Aha, hier sind wir wohl eingesperrt. Und zum Entsperren brauchen wir Meisterschloss knacken. Das ist natürlich großartig. Gut, dann, ja, wir sollen uns ja hier sowieso umschauen. Dann machen wir das. So, jetzt haben wir hier erstmal ein Bücherregal, was wir uns anschauen können, beziehungsweise untersuchen können. Machen wir doch mal direkt damit weiter. Was haben wir denn? Leben mit Depressionen. Die 12 Phasen der Trauer und einige Selbsthilfebücher. Eine richtige Bibliothek. Okay, gut. Schauen wir uns mal weiter um, was wir noch so finden können. Hier hinten haben wir ein paar Zigarren. Können wir alles nur stehlen? Das sollten wir auf keinen Fall machen. Hier haben wir ein kaputtes Radio. Das können wir aktivieren. Aber wenn es kaputt ist, wird das nicht viel bringen. Hier haben wir Handschellen. Wir haben hier einen Safe-Bericht. Also sprich ein Bericht über diesen Test, der hier am Eingang gemacht wird. Das könnte ein Hinweis sein. Also würde ich sagen, schauen wir uns den mal an. Wir lesen uns den durch. Safe-Bericht V11.3. Fehlerquote 28%. Delta minus 1%. Benötigen mehr Datenproben. Anonyme Reisende. 2. Ein Fehler. Protokolliert. Slog-Gule. 5. Ein Fehler. Auf jeden Fall. Falsch positiv. Stockton-Karawane 5. 2 Fehler. Gelöst. RR oder Inst. Mr. Timms. 1. 0 Fehler. Finch Farm. 3. 0 Fehler. Langfristige Abmachung. Boyd. 1. Ein Fehler. Protokolliert. Ehrlicher denn. 1. 0 Fehler. Okay, hier ist interessant, da haben wir auf jeden Fall einen Hinweis, dass die Stockton-Karawane mit ihren 5 Mitgliedern hier war. Ja, gab 2 Fehler dabei und dann haben wir hier noch 2 Kürzel, RR oder INST. Also RR steht hier für Railroad, eine weitere Fraktion im Commonwealth. Gut, das ist jetzt, wie gesagt, ich hab's schon mal gespielt, es ist mein zweiter Playthrough. Und INST ist dann die Abkürzung fürs Institut. Gut, also da ist eine Vermutung bei der Sockenkarawane gewesen. Das kann man hier dran ablesen. Gut, ich würde sagen, wir nehmen die Notiz mal mit. Kann auf jeden Fall nie schaden. Und wir haben im Schreibtisch noch den Covenant-Büroschlüssel. Das heißt, es ist der Schlüssel, mit dem wir hier wieder rauskommen. Den werden wir uns auf jeden Fall mal einstecken. So, ich hoffe, das ist jetzt ja, so, dass uns hier das Kinder mitgekriegt hat. Nicht, dass wir noch Probleme kriegen. So, wir schauen uns mal weiter um. Hier haben wir noch einen Aktenschrank, ein Telefon. Ja, schauen uns mal um, ob wir noch was finden. Hier ist ein geräuter Boston Bugle. Mitnehmen können wir erstmal nichts. Sonst kriegen wir, glaube ich, Ärger. Hier haben wir noch einen Süßkuchen, Kaffeekanne. Gut. Mal gucken, ob da was im Kühler ist. Da ist eine Tattoo drin, das müssen wir nicht machen. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein Terminal. Da brauchen wir aber Meister... Meisterhacken, das haben wir leider nicht. Das können wir trotzdem mal versuchen, aber das wird schief gehen. Strenge Sicherheitsmaßnahmen. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Okay, das heißt, wir müssten irgendwo ein Passwort dafür finden. Gut, haben wir jetzt im Moment erstmal nicht. Also schauen wir uns mal weiter um. Da meint es jemand ernst. Da meint es jemand ernst. Da wäre jetzt die Frage, was sie meint. Metalleimer, wir können uns hier auf den Stuhl setzen. Das geht nicht. Gut, das lassen wir. Also würde ich sagen, wir haben den Schlüssel. Werden wir mal die Tür wieder aufmachen. Und jetzt haben wir auch den Richter in der Tasche. Sehr schön. Hey! Oh, Dogmeat wollte wieder was. Nee, jetzt machen wir die Tür auf.
So, sehr schön. So, mit Dogmeat wollen wir jetzt nichts machen, also schauen wir uns weiter um. Hier war ja noch rechts eine weitere Tür, die offen steht. Schauen wir uns hier mal um. Hier sind ein paar Betten, schlafen fremd, das dürfen wir nicht machen. Das würde uns Ärger einhandeln. Hier haben wir ein Bett, in dem wir uns ausruhen können. Dogmeat guckt sich um, nicht, dass der jetzt noch was einsteckt, das wäre nicht gut. Mit dem Hund verzeiht man das aber vielleicht. So, und hier haben wir ein öffentliches Terminal neben uns. Schauen wir uns das mal an. Gucken wir mal rein. Da haben wir hier drei Nachrichten, beziehungsweise drei Einträge. Als erstes Willkommen. Von einer kurzen Rast bis hin zu einem langen Aufenthalt haben wir hier in Covenant alles, was ihr braucht. Wir liegen inmitten des Commonwealths und haben schnellen Zugang zu den besten und sichersten Handelsrouten der Umgebung. Unsere Gästezimmer sind geräumig, gut ausgestattet und unser freundlicher Mr. Handy serviert sogar kostenlos Limonade. Für große Karawanen können wir auf Anfrage zusätzliche Schlafplätze bereitstellen. Sprecht dazu einfach mit Mr. Fitzgerald. Wir wünschen euch einen angenehmen Aufenthalt und freuen uns sehr, euch als unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Gut, dann haben wir hier als nächsten Eintrag die Geschichte von Covenant. Wir sind eine junge Gemeinschaft gleichgesinnter Individuen, die sich zum Ziel gesetzt haben, dem Leben wieder eine Qualität zu geben, die es so lange Zeit nicht gegeben hat. Unsere geheimen Zutaten sind eine gemeinsame Vision, harte Arbeit und gute, alte Gastfreundschaft. Seit die Mauern gebaut wurden, haben wir mehr und mehr Händler willkommen geheißen. Bei uns gibt es ein breites Angebot an Handelswaren zu unschlagbar guten Preisen. Wenn ihr eine Ware anderswo günstiger seht, gebt uns Bescheid, dann setzen wir noch einen drauf. Sagt es euren Freunden weiter. Und dann haben wir hier noch einen Eintrag über den Safe-Test, den wir absolviert haben. Gucken wir uns den auch nochmal an. Wir werden oft über den Safe-Test befragt. Was ist das? Warum ist er notwendig? Eure und unsere Sicherheit sind unser wichtigstes Ziel. Mit dem Safe-Test können wir sie gewährleisten. Den Test haben sich einige der klügsten Köpfe der alten Welt ausgedacht, um ein detailliertes psychologisches Profil der Teilnehmer zu erhalten. Die Teilnehmer scheitern aus den verschiedensten Gründen an dem Test. Asoziale Neigungen, Obszönität und geistige Gesundheit, um nur ein paar zu nennen. Oft wäre alles bestens, wenn wir sie reinließen. Aber wir achten sehr genau darauf, dass nur gute, qualifizierte Leute in den Genuss von Covenant kommen, so wie ihr. Denkt daran, es ist alles nur zu eurem Schutz. Okay, gut, haben wir ein bisschen was darüber nochmal gelesen. Der Safe-Test spielt hier auf jeden Fall eine große, große Rolle. Wir mussten ihn absolvieren, wir haben die Nachricht dazu gefunden und jetzt hier auch noch einen Eintrag dazu. Gut, so, jetzt würde ich sagen, wir sind jetzt hier im Gästehaus. Das heißt, wir werden uns mal ins Bett legen, da wir hier mit keinem weiter reden können. Von daher nutzen wir mal die Gelegenheit und schlafen hier mal bis zum nächsten Morgen. Oh, jetzt haben wir es schon 5:30 mittlerweile. Das heißt, ich würde mal sagen, wir ruhen uns mal ordentlich aus und schlafen mal bis knapp 11, würde ich sagen. Also machen wir mal, nehmen wir 6 Stunden. Gucken wir mal, dass dann hier die Bewohner wach sind und wir uns mit dem einen oder anderen noch unterhalten können. So, wir sind erstmal gut ausgeruht, das ist gut. Hier haben wir wieder den Siedler, da haben wir wieder den Mr. Brian Fitzgerald. Der war ja auch hier eben erwähnt worden im Terminal. Dankeschön. Gut, ja, der ist hier eben auch in dem Terminal erwähnt worden, dass man sich an ihn wenden soll, wenn man ja mehr Schlafplätze braucht. Da vorne haben wir noch jemanden, mit dem wir noch nicht geredet haben. Machen wir das mal. Hier haben wir Jacob Orden. Ja, hallo, Fremder. Mein Name ist Jacob und ich habe in dieser Stadt das Sagen. Schön, dass du bestanden hast. Guten Leuten steht unsere Tür immer offen. Du kannst eines der Betten im Gasthaus nutzen und du solltest in Pennys Laden vorbeischauen. Okay, was gibt's in Covenant? Gibt es sonst noch was in der Stadt? Doc Patricia wird dich gerne verarzten. Gegen eine kleine Gebühr natürlich. Du solltest dich von Mr. Dan fernhalten. Ich habe Beschwerden über ihn gehört. Okay. Ich mache, was ich will, danke, verstanden, oder wir können jetzt auch zu dem Covenant-Befall befragen. Dann würde ich sagen, machen wir das mal, fragen wir mal danach. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Dann frag doch.
Okay, gut. Gibt es Probleme mit Synths? Fragen wir mal danach. Hat Covenant ein Problem mit Synths? Sollte nicht jeder ein Problem mit Synths haben? Aber diese Dinge gibt es hier nicht. Da kannst du dir sicher sein. Okay. Denn sagt ihr lügt. Das wäre, glaube ich, jetzt hier nicht die richtige Option. Wir haben ja gerade erst kennengelernt. Fragen wir ihn mal nach der verschwundenen Karawane. Weißt du etwas über eine verschwundene Karawane? Geht es um diese Stockton-Leute? Ich habe es Mr. Dan immer wieder gesagt. Wir haben sie nicht gesehen. Okay, dann wissen wir aber, dass er lügt, denn auf dem Safe-Bericht war definitiv die Stockton-Karawane aufgeführt. Gut, dann konfrontieren wir ihn mal damit. Dan sagt, ihr lügt. Dan sagt, eure Leute belügen ihn. Wenn du mich fragst, hat Dan einen Hau weg. Unser einziges Geheimnis sind die Zutaten in dieser Limonade. Und wenn du die von dieser erfährst, gib mir Bescheid. Wie sagt der Roboter? Die ist köstlich. Okay, gut. Ich glaube, wir können uns erstmal von ihm verabschieden. Wir wissen, dass er lügt. Ich muss gehen. Einen schönen Tag noch. Wer unsere Regeln missachtet, muss gehen. Okay, das gut. Geschieht aber nur selten. Er ist ja so viel wie der Bürgermeister. So der Älteste. So, schauen wir uns mal weiter um. Hier vorne haben wir die Werkstatt. Die können wir wohl nicht benutzen. Nein, mit der sind wir nicht verbündet, mit der Siedlung. Also müssen wir mal hier kurz schauen, dass wir es hinkriegen. Hier haben wir noch jemanden stehen, eine gewisse Talia. Reden wir mal mit ihr, mal sehen, ob sie mit uns reden möchte. Oh, ich habe von dir gehört. Du bist der Fremde. Ich stell Dinge her, für den Laden. Oh, ich bin Talia. Schön, dich kennenzulernen. Okay, ja, können wir auch sagen, hey, also so viel wie hallo. Hey. Es wird dir hier gefallen. Alle in Covenant sind so freundlich und wollen von ganzem Herzen helfen. Wäre nett, wenn sie uns mal anschauen würde. Gut, dann können wir sagen, ich hoffe, mir gefällt's. Ja, machen wir das mal. Oder Freundlichkeit gefällt mir, finde ich noch besser. So schade, dass der Rest des Commonwealths nicht so ist. Ich weiß. Wäre es nicht toll, wenn alle aufeinander Acht geben würden? Du kannst gerne meine Werkzeuge benutzen. Und wenn du was brauchst, sag Bescheid. Okay, gut. Dann würde ich sagen, reden wir mal nochmal mit ihr. Talia. Oh, du bist zurück. Ist Covenant nicht einfach toll? Ja, Covenant ist total toll. Können wir mit ihr mal über den Covenant-Fall reden? Machen wir das mal. Hast du Zeit für ein paar Fragen? Wenn es dir hilft, klar. Okay, gibt's hier ein Problem mit Synths? Fragen wir mal danach. Hat Covenant irgendeine Art von Problem mit Synths? Synths? Aber nein. Der Test stellt sicher, dass keine von denen reinkommen. Das haben sie versprochen. Okay, wer sind Sie? Wer sind Sie? Sie sind... Ich sollte nicht reden. Hab zu tun. Ich muss gehen. Okay, sie scheint sehr nervös zu sein. Okay, wir haben offensichtlich in ein Wespennest gestochen, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber wir sind, glaube ich, auf der richtigen Spur und die haben hier definitiv da was mit zu tun. So, von daher würde ich sagen, wir schauen uns mal um, ob wir noch jemanden dazu befragen können. So, gucken wir mal, ob wir hier reinkommen. Nein, hier kommen wir nicht rein, das ist nicht gut. Oh, da ist die Katze. Ich bin fast über die Katze gestolpert hier, das geht gar nicht. Muss mal vorsichtig sein, ich hoffe, Doc Meat und sie vertragen sich, das werden wir gleich feststellen. Sobald du die Medikamente nicht mehr brauchst, musst du aufhören. Verstanden? Irgendwelche weiteren gut. Komplikationen? Hier haben wir offensichtlich den Doktor gefunden, von dem die Rede war. Die ist ja gerade in der Behandlung. Ich glaube, deswegen ist auch die Tür zu. Gut. Und müssen wir mal gucken, wann wir hier reinkommen. Wir kommen da auf jeden Fall rein. Wir haben hier noch weiteres Haus. Mal schauen, ob wir da die Tür öffnen können. Wir kommen wunderbar mit Durchreisenden aus. Mit einem Essen, einem sicheren Ort zum Schlafen und ein wenig Höflichkeit kriegt man die Leute dazu, sich zu benehmen. Okay, gut, ja, wir benehmen uns ja. Wir schauen uns ja ganz vorsichtig um, wir knacken keine Türen. Und wir können ja mal schauen. Hier hinten sollte nämlich eine weitere Tür sein. Die ist auch verschlossen, schade eigentlich. Ja, wir sollten uns hier nicht unbedingt mit denen anlegen. Ja, da schlechte Erinnerungen dran. Hab das in meinem ersten Playthrough auf jeden Fall gemacht und war die ganze Siedlung hier gegen uns. Gut, da hier keiner was mit uns machen möchte, wir haben noch eine weitere Sache, die wir auf jeden Fall machen können, nämlich die Karawane uns anschauen. Wir schauen mal ganz kurz in den Pip-Boy. Dogmeat macht auch schon die Tür auf. Ich glaube, der will auch wieder raus. Okay, da haben wir hier die Quest Irren ist menschlich. Das ist die Quest, die wir hier gerade absolvieren. Und da haben wir den optionalen Teil Such bei der zerstörten Karawane nach Hinweisen. Wir aktivieren uns das mal und werden mal alle anderen Quests abschalten. So, und dann lassen wir uns das mal auf der Karte anzeigen.
So, jetzt sind wir hier in Covenant und hier drüben ist das, ja, ist die Paros-Uni, das ist das Tuffington-Bootshaus und hier oben ist die Karawane und da sollen wir nach Hinweisen suchen. Von daher würde ich sagen, wir ziehen uns mal ganz kurz wieder was Vernünftiges an, sprich Rüstung, wenn wir jetzt rausgehen. So, wollten wir auch nochmal, ja, ich glaube, wir haben jetzt alles angelegt, was wir brauchen. Und dann machen wir uns mal dahin auf den Weg und schauen uns da mal die Karawane an. Und gucken mal, ob wir da noch irgendwas an Hinweisen finden. Wir haben ja eigentlich schon ziemlich deutliche Hinweise darauf gefunden, dass die Karawane auf jeden Fall hier in Covenant war. Gut, so, jetzt sollten wir doch gleich ankommen. Sind noch 50 Meter in die Richtung. Oh, ist ja großartig, dass jetzt auch mittlerweile das Wetter aufgeklärt ist und wir so einen schönen klaren Tag haben. Wir hier ein bisschen was sehen. So, das heißt, wir können jetzt mal gleich mal gucken. Hier vorne ist die Karawane auch schon und da liegt jemand. Die Karawane wurde ganz in der Nähe von Covenant angegriffen. Okay, also sehr dicht hier dran. Und da drüben haben wir auch das Tuffington-Bootshaus, oh, damit wir uns orientieren können. So, wir gucken uns erstmal hier die Leiche an. Die ist aber sehr zusammengesunken. Wir haben hier einen Gunner-Söldner. Da haben wir 4 Fusionszellen, etwas Klingkorn, kurzes Lasergewehr. Schauen wir mal weiter. Ein Gunner-Flanellhemd und Jeans. Ein Lederrüstungsharnisch, Militärbarett, Polizistensonnenbrille. Ja, nehmen wir mal alle mit. Muss ja hier nicht auf der Straße rumliegen. So, dann haben wir hier noch ein totes Brahmin, 2 Kronkorken, Brahminleder und Brahminleder, Brahminfleisch und Brahminleder. Und dann haben wir ein weiteres Brahmin, auch nochmal Fleisch und Leder. Und hier haben wir einen Kühler vor uns. Da ist Mais drin, schmutziges Wasser und einmal dieses Limonade. Dieses Limonade. Die Karawane hat auf jeden Fall in Covenant Halt gemacht. Okay, wir haben also wirklich den Hinweis gefunden, dass die da waren. Gut, dann würde ich sagen, können wir auch nach Covenant zurückgehen. Und ich sehe gerade noch was. Hier steht noch einmal dieses Limonade sogar auf der Straße rum. Gut, wir können ja mal gucken, ob wir hier auf der Straße noch weitere Dosen davon finden. Aber wir machen uns mal auf den Weg zurück. Also wir haben definitiv den Beweis gefunden, dass die Karawane da war. Also jetzt, wir haben diesen Safe-Bericht gefunden. Wir haben jetzt dieses Limonade bei der Karawane gefunden. Das ist doch sehr, sehr eindeutig. Das heißt, die lügen alle und ja, verbergen es auch gar nicht. Also hier, Talia konnte es gar nicht verbergen. Sie war unheimlich schlecht beim Lügen. Gut, dass sie uns dabei angeschaut hat. Man hat richtig gesehen, wie nervös sie war. So, da sind wir zurück. Ich glaube, wir sollten, ja, beginnen wir, enden wir damit. Ja, wir sollten nämlich langsam zum Ende kommen. Enden wir mal damit, womit wir begonnen haben, dass wir nochmal mit Swanson reden. Geh rein. Pennys Laden ist normalerweise der erste Halt. Okay, wir versuchen aber ganz normal mit ihm zu reden. Hey, Swanson. Geh rein. Pennys Laden ist normalerweise der erste Halt. Okay, jetzt muss der Torwächter, er sagt hier offensichtlich nichts weiter. In Ordnung. Gut, dann gehen wir mal wieder rein. Und dann, ja, soll es das für heute erstmal gewesen sein, denn werden wir uns hier beim nächsten Mal weiter umschauen. Jetzt ist auch offensichtlich dahin die Tür offen. War also ganz gut, dass wir die Zeit überbrückt haben. Und dann werden wir uns beim nächsten Mal da drüben umschauen. Da ist offensichtlich, ja, wie gesagt, der Doc, von dem schon die Rede war. Gut, also wie gesagt, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier in Covenant mit Fallout 4 weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.